Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, was für ein kleinkariertes Gemäkel der Opposition. Ganz ehrlich, Herr Lindner, Herr Laschet, Sie haben beide Regierungserfahrung. Anstatt zu sagen, Respekt, dass ihr das in der Koalition bei dem schwierigen Thema so hingekriegt habt, und Respekt, dass ihr einen so vernünftigen Vorschlag für die Menschen im Revier, das, was sie eigentlich denken, anstatt das zu machen, ganze Zeit Gemäkel und Gejammer. Und wenn ich mir die Genese noch mal ein bisschen angucke, es ist ja richtig, am Donnerstag vor zwei Wochen, am 27.03., haben wir unter Tagesordnungspunkt 11 über einen Antrag der CDU diskutiert. Und es lohnt sich, das Protokoll der Debatte noch mal nachzugucken. Der Antrag war ja gut. Er bestand ja zu über 80% aus unserem Koalitionsvertrag. Und dann kam die Forderung, der Landtag erwartet weiter von der Landesregierung in ihrer Eigenschaft als Genehmigungsbehörde für den Braunkohletagebau zügig eine verlässliche Zeitplanung für die von der Umsiedlung betroffenen Bürgerinnen und Bürger herbeizuführen. Das war original CDU eine Forderung. Und was haben wir gemacht? Und Sie wissen doch auch genau, wie Regierungsarbeit geht. Wir haben intensiv gearbeitet daran. Wir haben, nachdem wir den Punkt diskutiert haben, genau daran gearbeitet. Und wir haben am Freitagvormittag daran gearbeitet und haben das dann in der Spitze der Koalition finalisiert. So, da machen Sie uns doch keinen Vorwurf draus, weil wir haben auch in der Debatte gesagt, wir kennen die Zeittaktung der Sitzungen. Und wir werden uns bemühen, auch genau dazu als Landesregierung, als die Landesregierung tragende Fraktion, eine Stellungnahme zu unterstützen. So, dann haben wir im Anschluss an die Diskussion Freitag in der Spitze, haben wir die Fraktionen informiert und um Zustimmung gebeten, weil die Fraktionen es ja mittragen müssen. Die haben wir bekommen und direkt danach ist die Öffentlichkeit informiert worden. Das ist Transparenz. Was soll denn noch schneller gehen an der Stelle bei einer so schwierigen Entscheidung? Umgehend die Öffentlichkeit, dass wir nicht jeden Bürgermeister anrufen konnten, weil wir eine andere Taktung auch von der Bedeutung der Kolleginnen und Kollegen der Öffentlichkeit haben, bitten wir um Nachsicht. Aber da gibt es so enge Gesprächsebenen. Und der Chef der Staatskanzlei war verabredet mit dem Bürgermeister und den Fraktionen in Erkelenz, in der betroffenen Gemeinde. All die Termine wussten wir und wir haben uns bemüht, darum die Klarheit zu schaffen. Und wenn ich mir die beiden Anträge angucke, den Antrag der CDU vor 14 Tagen, und dann das, was Sie heute fürs Plenum vorlegen, der muss von der FDP kommen. Also das ist ein Niveau, das kann die CDU nicht bringen an der Stelle. Ich will das mal auch an zwei Beispielen, deutlich machen. Sie schreiben allen Ernstes in diesem Antrag, die Landesregierung misst hier mit zweierlei Maß, da SPD und Grüne mit dieser Entscheidung den Erhalt von mehr als 12.000 Arbeitsplätzen bei RWE sowie weitere 30.000 im Zulieferbereich in Frage gestellt haben. Wie kann man einen solchen Quatsch schreiben? Wie kann man einen solchen hanebüchenden Quatsch schreiben? Die Realität, um es noch mal klar zu machen. Man sollte sich ein ganz bisschen an den Fakten, die für alle nachvollziehbar sind, orientieren. Es gibt in Hambach eine Kohlereserve, Stand Ende 2012, von 1,6 Milliarden Tonnen. Es gibt in Garzweiler eine von 1,2 Milliarden Tonnen, in Inden 0,4. Das sind in der Summe 3,2 Milliarden Tonnen Kohlereserve. Das, was wir diskutieren, und das war im Koalitionsvertrag angelegt und das ist auch vernünftig, ist eine Reduktion aus Gründen, die ich gleich noch erläutere. Wir reden über 300 Millionen Tonnen, unter Umständen ganz bisschen mehr, die Größenordnung. Heißt aber, es könnte das Unternehmen bei voller Produktion, könnte 29 Jahre fördern. Ich frage Sie allen Ernstes, glauben Sie, dass Thyssen den Stahlarbeitern in Duisburg garantiert 29 Jahre Produktion bei gleicher Leistung, dass irgendein Autokonzern den Arbeitern irgendwo garantiert 29 Jahre gleiche Produktion? Das gibt es nirgendwo. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, mit den Ängsten der Beschäftigten, die ja auch Ängste sind, zu spielen und hier zu sagen, das wird aufs Risiko. Nein, das hat nichts mit der Realität. Sie können uns ja kritisieren, beschimpfen, das ganze Lametta rauf und runter. Aber wenn Sie anfangen, mit den Ängsten der Leute zu spielen, sollten Sie zumindest in Ihren Zahlen seriös sein. Und absurder wird es noch, ehrlich gesagt, bei einer zweiten Stelle aus dem Antrag. Mit Blick auf die aktuelle Debatte um die Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen vor dem Hintergrund der Krim-Krise. Also man kann es gar nicht fassen.
Jetzt muss Holzweiler abgebaggert werden, weil Herr Putin uns bedroht. Absurder geht es doch in der Zuspitzung überhaupt nicht mehr. Ich will es Ihnen aber gerne umgekehrt zurückspiegeln. Wir haben eine Importabhängigkeit bei Öl und Gas in der Art, dass wir über 60 Milliarden Euro im Jahr ausgeben. Und wir verbrauchen den Großteil dieser Importe in unseren Gebäuden. Und wir haben jetzt, Kollege Laschet, in Berlin die größte große Koalition aller Zeiten. Und wenn wir irgendwas machen wollten, was vernünftig wäre, um Importabhängigkeit zu reduzieren, dann sollten Sie in Berlin zusammen dafür sorgen, dass wir endlich das Programm Gebäudesanierung kriegen, was das Handwerk braucht an der Stelle. Sie spielen in Berlin im Moment zum Glück keine Rolle mehr. Sie haben so viel Unheil angerichtet in den letzten 4 Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Die größte Koalition aller Zeiten muss jetzt dafür sorgen, dass hier was passiert. Wenn sie nicht dafür sorgt, dann werden wir das, glaube ich, nicht mehr kriegen. Und an der Stelle ist das einfach das größte Potenzial zur Energieeinsparung, zur Reduktion der Importabhängigkeit. Die gesamte Diskussion, die Entscheidung jetzt, ist doch nicht plötzlich gekommen. Das ist doch völlig absurd, das so darzustellen. Alle, die in diesem Verfahren beteiligt waren, die ein bisschen vor Ort zu Hause sind, im Betrieb, im Umsiedlungsbereich, wussten, dass diese Entscheidungen jetzt anstehen. Seit Juli 2011 wird nach einem neuen Standort für die Dörfer Kuckum, Kallenberg und die anderen drei gesucht. Seit Juli 2011. Im Oktober, November 2012 sind die Menschen aufgefordert worden, sich unter den verschiedenen Standorten einen auszusuchen. Eigentlich war der Termin des Braunkohlenausschusses vorgesehen für November vergangenen Jahres. Dann hat unser grüner Kollege Stefan Pütz und der BUND es erreicht, dass das Bundesverfassungsgericht sich endlich mal mit Garzweiler, mit der Braunkohle beschäftigte und bei der Frage, ob Menschen gezwungen werden dürfen, ihre Heimat zu verlassen oder nicht, ein Urteil fällen wollte. Und alle haben vernünftigerweise gesagt, weil aus der mündlichen Verhandlung klar war, es gibt Hinweise, wir schieben diesen Termin, warten das Urteil ab, um die Hinweise, die das Bundesverfassungsgericht uns gibt, auch auszuwerten. Das war kein Dissens. Deswegen ist der Termin Braunkohlenausschuss vom November auf den 28. April verschoben worden, schon Anfang November letzten Jahres. Da war nichts Überraschendes. Alle wussten, der Termin kommt. Dann haben wir auf das Urteil gewartet. Das Urteil war für viele, sage ich von uns, enttäuschender, als wir es erwartet hatten. Aber das Urteil hat sehr klar festgelegt den Entscheidungsspielraum und die Entscheidungskompetenz der Landesregierung. Insofern hat das wieder Hinweise enthalten. Und wir standen in dem Bemühen, genau das haben wir beim CDU-Antrag diskutiert, diese Entscheidung der Landesregierung schnell zu fällen, damit die Menschen da Klarheit haben. Weil für die Menschen, die jetzt umsiedeln müssen, beginnt eine sehr schwierige und anstrengende Zeit. Dadurch, dass die Landesregierung klar gesagt hat, was sie will, müssen sie sich umsehen und gestalten. Wo wollen sie genau hin im neuen Grundstück, im neuen Umsiedlungsdorf? Sie müssen die Gespräche führen. Was kriegen sie für ihre Häuser? Und erst wenn der Prozess, der am 28. April beginnt, nach einem Jahr abgeschlossen ist, haben sie die Chance, die neuen Grundstücke zu erwerben und ihre alten Grundstücke und Häuser zu verkaufen. Und das ist natürlich ein Prozess, der reißt an den Leuten. Die wollten Klarheit haben und die haben sie jetzt an der Stelle. Und deswegen gibt es auch aus meiner Sicht einen absolut richtigen und guten Grund, sich über beide noch anstehenden größeren Umsiedlungen zu unterhalten. Weil der gleiche Prozess, den die Menschen in Holzweiler, Kuckum, Kallenberg, in Kuckum, Kallenberg, Unterwestrich, Oberwestrich, Beverath in den letzten Jahren durchgemacht, der steht denen doch in Holzweiler in der Zuspitzung ab nächstes Jahr genauso bevor. Da würde dann die Standortsuche anfangen. Da fahren die Leute dann durch die Gegend und gucken, wollen wir dahin, dahin, dahin. Und dann kommt der gleiche Prozess. Und an der Stelle zu sagen, Moment innezuhalten und zu sagen, ist alles noch so, wie als die letzte Leitentscheidung getroffen wurde, ist alles noch so oder haben sich im Energiebereich nicht so dramatische Veränderungen ergeben, dass man überlegen kann, ob man alles noch abbaggern muss, was man mal wollte. Genau das ist die Zäsur. Und da will ich auf den letzten Punkt in Ihrem Antrag kommen. Mehr will ich da gar nicht zitieren. Da schreiben Sie, und Herr Lindner hat das ja eben auch noch mal in seiner unnachahmlichen Klarheit deutlich gemacht, Sie schreiben im Antrag, eine solche Entscheidung war zum jetzigen Zeitpunkt fachlich nicht notwendig. Sie diente einzig dem Erhalt des Koalitionsfriedens, um Grünen was abzukaufen. Gut, geschenkt. Der Punkt ist, diese Entscheidung, nein, sie war sehr wohl richtig. Wenn wir wissen, was das für ein schwieriger Prozess ist für die Menschen in Kuckum-Kallenberg und genau den gleichen Prozess in wenigen Jahren, beginnend ab nächstes Jahr, den Menschen um Holzweiler noch zuzumuten, dann ist es richtig an der Stelle, dass es fachlich unter Umständen nicht nötig war, aber es ist menschlich notwendig.
Herr Kollege Laschet, menschlich. Und ich will das auch klar sagen. Ich habe den Satz bei Ihnen gehört, bei Herrn Lindner nicht. Da ist die Position nach wie vor verachtend gegenüber den Menschen in Holzweiler. Sie haben gesagt, Herr Laschet hat gesagt, Kollege, will das noch klar? Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hachen zulassen? Ja, natürlich. Vielen Dank. Herr Dr. Hachen, darf ich eben Herrn Laschet noch loben, dann nehmen Sie es mit. Der Kollege Laschet hat eben gesagt, wenn die Leitentscheidung getroffen ist, dann gilt die auch für die CDU. Das hat er gesagt und ich möchte nicht, dass das untergeht, weil das ist für die Menschen vor Ort ein wichtiges Signal. Wir haben unser politisches Ziel für die Leitentscheidung verabredet. Wir werden das auch umsetzen. Und die CDU hat gesagt, sie stellt die nicht in Frage. Das heißt, die Menschen in Holzweiler kriegen auch von da nicht weiter das Risiko, dass sie dann doch unter Umständen noch wieder in die Mangel genommen werden. Das ist mir wichtig an der Stelle. Deswegen auch ein Dankeschön dafür, weil es bei dem ganzen Prozess ja auch um diejenigen geht, die da leben. Die kriegen aus diesem Plenarsaal dann zumindest die Nachricht, beraten weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, bis auf die FDP sagen alle anderen, diese Leitentscheidung im Ergebnis für die Umzusiedeln wird von hier aus nicht in Frage gestellt. Dafür danke. Vielen Dank. Herr Kollege Hachen, bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Priggen. Sie haben eben von der Umsiedlung in Keilenberg, Kaulhausen, Kuckum gesprochen. Und davon, dass die Bürger nach diesem Jahr dann die Möglichkeit haben, in Verhandlungen, in Verkaufsverhandlungen mit RWE einzutreten. Sie wissen sicherlich genauso wie wir alle, dass es dafür keine Garantie gibt. Und wenn die Landesregierung jetzt als Zielrichtung ausgibt, dass die Abbaugeschwindigkeit reduziert wird, dann gibt es natürlich eine neue Lage für diejenigen, die in Keilenberg umsiedeln müssen, weil sie natürlich sich jetzt nicht mehr darauf verlassen können, dass sie den Umsiedlerstatus Ende 2016, Anfang 2017 bekommen. Können Sie dazu etwas Konkretes sagen? Ja. Herr Dr. Hachem, danke schön für die Frage. Wir beide waren ja gestern auch mit den Abgeordnetenkolleginnen Frau Dr. Seidel und der Kollegin Zentis bei der Evangelischen Kirchenkreis in Erkelenz mit dem Bürgermeister. Da ist die Sorge derjenigen, die umsiedeln müssen, sehr deutlich rübergekommen, dass sie Sorge haben, dass das Unternehmen aufgrund seiner bekannten wirtschaftlichen Schwierigkeiten zum einen an ihnen auslässt, wenn gespart werden muss, und zum anderen nicht gewährleistet, dass diese Umsiedlung komplett kommt. Also die Sorge, sie fangen an. Einige sind dann am neuen Standort, andere am alten noch, dann wird das abgebrochen und sie sind dann völlig zerrissen, kein Ort ist mehr lebensfähig. Das war die mehrfach artikulierte Sorge auch gestern. So, dann will ich ganz klar sagen, es muss unser aller Ziel sein. Ich habe auch den Termin beim Bürgermeister in Erkelenz, wo der Chef der Staatskanzlei und Herr Hartung von RWE war. Ich habe den Termin so verstanden, dass es eine klare Zusage vom Unternehmen gibt, dass diese Umsiedlung im vorgesehenen Zeitraum nicht zulasten der Menschen nach den gleichen Regularien wie vergangene, also nicht jetzt eine Sparversion, gemacht werden soll. Das ist so gesagt worden. Und unser aller Aufgabe, wir können uns streiten im Wettbewerb. Und Sie können uns kritisieren. Aber unser aller Aufgabe muss sein, dafür zu sorgen, dass für die, die noch gehen müssen, diese Konditionen auch so gelten, dass an ihnen nicht gespart wird, sondern dass das Opfer, was sie bringen müssen, dass sie ihre Heimat aufgeben, dann auch so gemacht wird, dass sie damit in der Bereitschaft gehen zu wollen, auch vernünftig umgehen können. Das wird unser aller Aufgabe sein. Das können wir zusammen machen. So, ich will nur noch wenige Worte sagen. Es war doch auch völlig klar, wir haben im Koalitionsvertrag haben wir sehr gute und klare Aussagen. Ich kann das allen nur empfehlen, was die Braunkohle angeht. Das ganze Energiekapitel ist lesenswert, aber wir haben auch bei der Braunkohle, die ja zwischen uns 20 Jahre ein Diskussionsthema war, sehr gute Aussagen getroffen. Wir haben klar gesagt, dass es zu einer Reduktion der Fördermenge kommen muss, weil es Effizienzgewinne gibt. Ich sage doch gar nicht als Grüner, ich könnte sehr viel zur Braunkohle als Energieträger sagen. Aber ich bin an der Stelle korrekt in dem Sinne, was wir vereinbart haben. Da haben wir gesagt, die Effizienzgewinne müssen sich in der Reduktion niederschlagen. Jetzt könnten wir theoretisch darüber diskutieren, ob wir jedes Jahr weniger fördern. Wir können aber, und das ist für mich das Wichtige, wir können auch die Entscheidung treffen entlang der Menschen, von denen wir verlangen, dass sie die Heimat aufgeben. Und dann kann man sehr wohl sagen, wir summieren das und sagen, dann braucht es diesen Teil nicht.
Und dann hat man ein Ergebnis, wo man einem Teil der Menschen noch zumutet, gehen zu müssen, und einem anderen Teil sagt, ihr könnt bleiben, ihr könnt euch neu aufstellen. Und man hat für die, die da beschäftigt sind, eine Gewährleistung, dass sie jedenfalls durch das, was wir entscheiden, in den nächsten Jahrzehnten keine Risiken haben. Wenn sie die haben, haben sie die aufgrund anderer Sachen, aber nicht aufgrund dieser Entscheidung. Das kann man zusammen, meine ich, so sehr gut vertreten. So, dann lassen Sie mich abschließend sagen, der Prozess, der jetzt vor uns liegt, ist hochspannend. Wir haben uns verabredet, im nächsten Jahr die Leitentscheidung zu erarbeiten. Gleichzeitig durch den Braunkohlenausschuss eingeleitet läuft das Verfahren. Das soll beides nächstes Jahr abgeschlossen werden. Und es wird zusätzlich für uns alle darum gehen, da nehme ich Herrn Laschet noch mal beim Wort, wird für uns alle darum gehen, dass wir für die Gemeinde Holzweiler jetzt eine Perspektive schaffen, weil die seit 20 Jahren, und so ist ja der Prozess in den Dörfern, seit 20 Jahren die klare Perspektive hatten, für sie ist das da zu Ende. Seit 20 Jahren hatten sie wenig Chancen, sich nach vorne zu entwickeln. Jetzt müssen wir alle daran arbeiten, dass dieser Ort diese Perspektive nach vorne kriegt, sie dabei unterstützen. Die beste Arbeit daran ist, dass wir das, was wir als Leitentscheidung vorbereiten, als politische Entscheidung auch machen wollen, zusammen umsetzen und das akzeptieren und dann dem Ort da eine Perspektive geben. Und da bitte ich einfach um konstruktive Unterstützung im nächsten Jahr. Irgendwelche Drohszenarien, es würde rundherum abgebaggert, Holzweiler würde zu einer Insel. Wir haben nicht vereinbart, dass der Ort mit Fähren nachher zu erreichen ist, sondern wir wollen, dass die da leben können. Das ist hart genug dann mit dem Tagebau in der Nachbarschaft. Wir wollen, dass die da leben können und vernünftig leben können. Genau so ist es auch angelegt, auch in der Diskussion mit den einzelnen Orten. Und da können wir zusammen dran arbeiten für die Menschen und ohne, dass aus dieser Tätigkeit ein Risiko für die Beschäftigten kommt. Ich meine, das lohnt sich. Dankeschön. Applaus